Die Situation ist maximal nervig. Wirklich maximal nervig. Unglaublich. Wir stehen schief. Also, wir wollen eigentlich seit letzter Woche nach Marokko und wir sind einfach immer noch in Spanien. Jetzt stürmt es hier so krass, dass die Fähren zu waren. Die Fähren nicht fuhren. Das ist auch nicht normal. Es ist heute immer noch so krass stürmisch und haben wir überlegt, wir fahren morgen. Aber, ja, morgen zu fahren ist halt auch nervig, weil das bedeutet jetzt, dass wir mit den Hunden heute zum Tierarzt müssen und uns heute dieses Gesundheitszeugnis holen müssen. Wir dachten, es ist 10 Tage gültig. Jeder sagt, es ist 10 Tage gültig. Die Tierärzte hier sind der Meinung, es ist 24 Stunden gültig. Wir wissen es aber nicht. Super komisch. Und sind jetzt so ein bisschen gestresst und genervt. Müssen auch Geld wechseln. Damit wir so ein paar marokkanische Taler haben. Aber ey, ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, wer hier gerade wen verarscht. Es sind so viele andere Reisen einfach in Marokko mit Hund. Und keiner hat gefühlt den Stress, den wir jetzt hier haben. Also, ich weiß es nicht. Aber egal. Lass uns einfach mal jetzt schief stehen. Vanlife, ne? So, man hört vielleicht auch den Sturm. Ja, ich sehe jetzt ein bisschen fresh aus. Geht schon. Also, bis später. Und mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir hier in Algeciras zu dem Tierarzt fahren. Der meinte, der kann das Gesundheitszeugnis für 46 Euro machen. Und da ist der Rossmann. Und da ist auch der Rossmann, da müssen wir eh nochmal hin. Und dann würde ich zu diesem berühmt-berüchtigten Carlos fahren im Hafen, wo man die Tickets kaufen kann. Diese Open-Tickets ohne das Datum. Ja. Und dann können wir denen auch nochmal fragen, ob wir dieses komische Export-Zertifikat für die Hunde brauchen. Und sonst kann man das ja immer noch nachträglich holen, weil das wären 156 Euro pro Hunde. Das hat bisher niemand bezahlt, außer uns. Ja. Das ist einfach so viel Geld pro 156 Euro. Ja, und ich glaube nicht mal das Gesundheitszeugnis interessiert die marokkanische Seite. Die interessiert nachher gar nichts. Von daher sehe ich jetzt nicht ein, dass wir so viel Kohle ausgeben. Das wären 300 Euro für beide Hunde. Das ist einfach so unfassbar viel Geld. Ey, machen wir nicht. Nee. Du darfst doch nicht vergessen, die Tierärzte hier, das ist hier Algeciras. Hier sitzen die am Hafen in Tarifa. Die wissen genau, das ist deren Business. Die verdienen da richtig Kohle mit. Ja, kann sein. Also die ziehen ein bisschen über den Tisch. Weil kann ja sein, dass es der komplett offizielle Weg ist mit diesem Certification of Exportation. Warum steht das in keinem Blogartikel? So, ich habe es nie gelesen. Ich habe schon gelesen, ja. Dass man eigentlich nochmal zum Hafen muss mit dem Gesundheitszeugnis. Ja, gut, genau, und dann, zum ist, Hafen und dann ist da irgendwie diese Zollgeschichte für Tiere eben. Und ja, da brauchst du genau, aber wir wissen ja nicht, was das kostet. Hier kostet es einen 10er und der Tierarzt sind aber 156. Für die Korrespondenz mit diesem Amt. Genau, weil der besorgt dir das ja quasi schon vorher. Also machen wir das auf dem. Oder die wollen halt da auch nochmal einen Huni haben. Ja, aber wenn die da auch einen Huni haben wollen, dann ist es ja wieder bis. Ist ja wieder bei 146. Okay, das heißt erst Rossmann und Tierarzt und dann Hafen. Ich brauche nämlich Öl. Hey, when do you go? Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow, okay. Have you got here the title test? Yes, we have. One more. We just need the health examination, right? Okay, the. You need 2 certificates, okay? The health certificate and the exportation certificate. I think that I explained to you. Yeah, but you made a little research on the internet. Yes, officially, the legal thing is make the 2 certificates, okay? It's true that sometimes they only ask you about the health certificate. But in the Morocco or in Spain? To enter in Morocco. To come back, you need the most important thing is the title test and the passport, okay? We prefer just the health certificate. Oh, the health, okay. We have to write getting the certificate that I informed you about the other, okay? Because it's my obligation, okay? Also, what's that gerade? Also Fakt ist ja, irgendwie in der Regel geht's gut und man braucht dieses blöde Certificate of Exportation nicht. Ja, das hat er auch nicht so gesagt, aber es kann gut sein, ja.
Doch, er hat gesagt, es kann gehen, ja, aber wenn Sie fragen, dann muss es. Wir haben jetzt von drei Tierärzten, genau, das eben gehört, dass man das eigentlich offiziellerweise braucht und deswegen kostet es dann 150 Öcken. Ja, also machen wir das. Weil wir sind ja Deutsche. Und da wir jetzt davon wissen und das Glück nur mit dem Unwissenden ist, du schaffst es nicht, es nicht zu machen. Wenn wir das jetzt nicht machen, wir können es nicht dann haben wir auf jeden Fall das Glück, dass der marokkanische Zollbeamte uns danach fragt. Ja, komm. Und wenn er es nicht sehen will, dann zeige ich es ihm trotzdem aus Prinzip. Ja, machen wir. Komm, scheiße. Oh, fuck. Tut weh. Das tut richtig weh, ja. So, rate mal, was wir bezahlt haben. Keine Ahnung. 100. Was? 300 irgendwas. Nein, dann eben nicht. 126 Euro haben wir jetzt schon gezahlt. 126 Euro, weil er jetzt für beide Hunde ein Zertifikat ausgestellt hat. Das ist das hier. Da stehen jetzt beide Hunde drauf. Und diese 156 Euro, sagt er, die würden nur gelten, wenn es zwei verschiedene Besitzer sind. Aber da du eine Besitzerin bist von beiden Hunden, hat er jetzt irgendwie, ist das günstiger. Und, aber 126... Aber 126 ist ja auch was anderes als 156, ne? Keine Ahnung. Er wollte jetzt auf jeden Fall nur 126 haben und jetzt haben wir diesen Official. Auf jeden Fall macht er jetzt noch ein Appointment, so einen Termin im Hafen bei dieser spanischen Grenzgeschichte und da haben wir jetzt so einen Code. Wir müssen da hin zu der Stelle. Okay, und dann kriegen wir noch irgendein offizielles Certification of Exportation. Das für den, aber das den ist Hund im Preis mit drin oder kostet das 150 Euro? Nein, das ist da mit drin. Ist jetzt alles schon. Ich müsste es da nur abholen. Also hoffe ich. Ich hatte jetzt nicht gesagt, dass wir da nochmal irgendwas bezahlen müssen. Also ist alles ganz komisch. Willkür mal wieder. Sehr willkürlich, ja, merkwürdig. Alles. Oder sie haben einfach festgestellt, wir sind keine reichen deutschen Touristen. Vielleicht hat er Gewissensbiss und wollte uns jetzt da nicht mehr abzahlen. Vielleicht haben wir jetzt einen offiziellen. Er hätte ja auch Arschloch sein können und einfach pro Hund ein Zertifikat ausstellen können. Naja, er hat uns aber er hat es uns alles erklärt. Er hat gesagt 156 Euro. Und dann haben wir gesagt, das ist uns zu teuer. Dann hat er gesagt, nee, das macht er dann aber nicht. Und dann sind wir nochmal raus und haben drüber nachgedacht. Dann sind wir nochmal rein und haben gesagt, wir machen es. Und jetzt auf einmal kostet beides alles zusammen nur 126. Ist schon ein bisschen komisch. Bisschen. Egal, wir gehen jetzt Tickets kaufen und dann fahren wir nochmal zum Hafen zu dieser Grenzgeschichte, wo wir das eigentlich hier Zertifikate von den Hunden abholen können. Warum hat der Mann eine Tüte? Was ist das? Weiß ich glaube ich nicht. Schnaps oder was? Wir haben noch was geschenkt gekriegt. Warum? Ich habe das schon gelesen. Das ist wohl Tradition, dass man immer eine kleine Flasche Wein ist. Ah, krass. Geschenkt kriegt. Also, ich habe jetzt 330 Euro bezahlt. Ne, zurück, oben Tickets. Wir können morgen um 8 Uhr losfahren. Morgen macht die erste Ferien. Ah, cool. Ja. Cool. Ja. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir noch da in den Hafen, ne, und Geld wechseln. Es geht jetzt doch alles irgendwie. Oha, sie schüttelt schon den Kopf. Na? Ja, wir haben ein Problem. Wieso? Es ist keinem aufgefallen. Bett, die haben einen Fehler gemacht. In Bettys Titelnachweis. Ihre Miroship-Nummer hat hier eine 3-1. Und im Pass ist es aber eine 9-1. Und sie sagt zu mir, sie hat mir jetzt das ausgestellt, wir können nach Marokko fahren morgen. Das haben wir. Das ist aber du weißt nicht, ob wir wieder reinkommen. Ich komme aktuell so mit ihr nicht wieder raus. Ich muss jetzt, wir müssen da anrufen. Das war eine ganz junge, die war super nett. Erst pass auf, sie hat mir, ihr Englisch war nicht so gut. Und erst habe ich gedacht, ich kann morgen jetzt nicht fahren. Aber es ist gut so, dass sie das gesehen hat. Hätten wir das jetzt hier alles nicht gemacht, wir hätten es nicht gemerkt. Ich habe es nicht kontrolliert. Und eine 3 und eine 9, also ein Tippfehler, richtig dummer Fehler, aber sie haben auch nochmal geguckt, es stimmt soweit alles. Ne? Sie haben dann da angerufen, deswegen hat es so lange gedauert, genau deswegen, weil sie geprüft haben.
anhand dieses Scan-Codes etc. haben sie geguckt, keine Ahnung, sie ist ja registriert. Mhm. Und jetzt haben sie erstmal alles geprüft, ob sie auch wirklich Betty ist, die diesen Chip hat. Und dann hat sie selber daraus schlussfolgern können, dass es in dem Zertifikat einen Chipfehler gibt. Also hat dieses Zertifikat, dieses deutsche Forschungszentrum einen Fehler gemacht. So, pass auf, jetzt müssen wir, ich habe ich zu ihr gesagt, aber sie brauchen ja das Original. Mhm. Da hatte sie gesagt, es reicht eine digitale Unterschrift. Das bedeutet, wir können reinreisen, wir müssen aber dieser Zertifikatsstelle, diesem Forschungsdingsbuch sagen, wir brauchen das nochmal korrekt und das müsst ihr uns nochmal per E-Mail mit eurer Beglaubigung senden. Und dann ist es okay, sagt sie, das reicht, um rauszukommen. Aber jetzt aktuell hat sie zu mir gesagt, das klappt, wären wir nicht rausgekommen, wir würden nicht rauskommen. So, wenn die das prüfen, ne? Scheiße. Aber ja, wir können fahren. Ich war erst geschockt und dachte, wir können nicht fahren. Und dachte so, okay, kann ich jetzt hier bei Ihnen schnell da anrufen, dass Sie das faxen? So faxen, weißt du, kein Mensch faxt mir irgendwas. 049 muss ich, ne? Mhm. Na komm, mal einer rangeht bestimmt nicht. Sonst müssen wir morgen früh sofort anrufen. Nehmen wir doch die Fähre um 11 dann, oder? Glaubt dir auch echt keiner, was hier los ist. Also wir warten ja eigentlich darauf, dass wir jetzt heute das noch regeln können mit der ich fass es nicht. Dass wir das noch regeln können mit dem Institut. Jetzt hört ihr das schon? Wartet mal. Ich habe das Original in der Hand. Sie kann mir. Sie braucht den Auftrag vom Tierarzt. Ja. Der Tierarzt muss ihr eine E-Mail schreiben, dies, das. So. Also sie muss jetzt meinen Tierarzt anrufen. Wenn sie die hat, schickt sie mir schon eine PDF, mit der können wir dann ausreisen. Immer. Aber das Original darf sie nicht aus der Hand geben. Sie darf jetzt nicht noch ein Original einfach machen, bevor sie nicht das falsche Original zurückhat. Das ist ja egal, wir brauchen nur ein PDF. Genau, aber dann muss ich ihr trotzdem das zurückschicken. Aber das können wir auch machen, wenn wir zurück sind. Ja, genau. Später. Aber erstmal ist jetzt wichtig für das PDF, damit wir jemals wieder rauskommen, dass wir... Das ist der Tierarzt, das ist ein Auftrag. Genau. Und wenn jetzt die mit dem PDF nicht zufrieden sind an der Grenze, dann können wir die anrufen und die kontaktieren mit denen. Ja. Und die war nett. Okay. Die hat das auch verstanden. Und die ist auch auf unserer Seite. Ja, hoffentlich. Also, das rufe ich den Tierarzt an. Ja, bitte, genau. Weil der ist ja das Hauptproblem. Der muss jetzt, und das ist so ein Verplanter, ne? Der muss jetzt das schnell reden. Wie heißt der denn? Der heißt Klein Yorkshire Terrier. Vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte diese Titerbestimmung. Ich wollte damals in die Türkei mit dem Hund. Und da haben wir dann Blut abgenommen und dann, kennen Sie sich erinnern? Das war, ja, und das Problem ist jetzt, ich habe das Zertifikat in der Hand. Ich stehe in Spanien und will nach Marokko und jetzt ist dem offiziellen Zoll gerade aufgefallen, dass es einen Zahlendreher in dem Mikrochip gibt. Und zwar ist auf dem Zertifikat eine 3 als vorletzte Zahl und in dem Chip von meinem Hund eine 9. Ja, völlig, also es ist in 2 Jahren keiner Sau aufgefallen, ja, aber jetzt komme ich nicht, also ich komme so nicht aus Marokko wieder nach Deutschland. Aber sie brauchen den Auftrag vom Tierarzt. Ich kann das nicht in Auftrag geben, sondern der Tierarzt muss das in Auftrag geben. Das heißt, es wäre super, super lieb, wenn Sie diesem Forschungsinstitut eine E-Mail schicken, mit denen vielleicht auch, dass halt Betty bei Ihnen in Behandlung war oder dass Sie die Blutabnahme gemacht haben und dass Sie bitte diesen Transponder, diese Transpondernummer, richtig stellen. Scheint. Ist das nicht schön? Wir sind schon im Hafen jetzt von Algeciras, fahren gerade Richtung Terminal nach Tangerville. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt mit meiner Tierärztin telefoniert und sie regelt das jetzt und die Zertifikatsfrau da von dem Institut hat bestätigt, dass wir das geregelt bekommen. Also eigentlich haben wir grünes Licht. Klar, man könnte jetzt sagen, man geht total auf 100% und wartet, bis man das alles hat.
aber unser Ticket verfällt und das Gesundheitszeugnis der Hunde verfällt. Heißt, diese, weiß ich nicht, 130 Euro sind dann auch umsonst gewesen und dann müssen wir das auch nochmal machen. Also das ist alles, da ich jetzt die mündliche Zusage habe von beiden, denken wir, dass das alles okay ist. Ja, genau. Wir werden jetzt sehr wahrscheinlich gleich mal auf die Fähre fahren. Aber ich sag's erst, wenn wir drauf sind. Da rechts hat er gezeigt. Du solltest aufwarten, sonst schreit er dich gleich wieder an. Wir werden immer angeschrien auf Fern von irgendwelchen Leuten. Okay. Schauen, wie es gleich noch wird, aber es war super entspannt, super nette Menschen und auch, die, ja, also wir haben jetzt schon unseren Stempel im Pass, genau, also, ja. Jetzt schauen wir mal, was der Zoll sagt. Genau. Nachdem wir von der Fähre runtergefahren sind, wurden unsere Pässe insgesamt zweimal kontrolliert, bis wir zur eigentlichen Zollkontrolle vorgedrungen sind. Und dort haben wir dann erstmal geschlagene 2,5 Stunden gewartet, denn vor uns wurde ungefähr jeder Wagen komplett auseinandergenommen. Und ja, das hat sich dann so lange hingezogen. Bei uns gab es noch das Problem, dass der Halter des Fahrzeugs nicht wir sind. Und daher war es ein bisschen schwierig mit dieser temporären Zulassung. Aber da wir eine Vollmacht hatten, ging auch das. Und dann sind wir endlich eingereist und konnten auch direkt hinter der Grenze Geld wechseln. Ja? Geld wechseln hat schon mal geklappt und nebenan gibt es auch noch SIM-Karten. Kann ich ja mal unsere aufladen, schon mal ein bisschen mehr Gigabyte. Ja, bitte. Es dauert ewig und wir standen gerade 2,5 Stunden, glaube ich, fast 3 an der Grenze. Wir sind vor 5 Stunden losgefahren, also kommst du ungefähr hin. Jetzt sind wir durch und jetzt hat man das Geld gewechselt. Die sind sofort zu einem Geldautomaten, aber auch ja, versucht er gerade das Internet aufzuladen und er braucht einfach unglaublich lange. Ich frage mich, was er da macht. Es ist schon voll spät, es wird gleich dunkel. Wir müssen noch zu diesem Campingplatz, es sind noch 60 Kilometer. Wir haben noch nichts gegessen, die Hunde waren noch nicht draußen wieder. Wir haben alle Hunger und Durst und ja. Aber Reisetage sind anstrengend und wir hatten, glaube ich, einfach Pech heute mit der Grenze. Ich glaube, es kann auch deutlich schneller gehen. Ich kenne auf jeden Fall niemanden, der so lange schon an dieser Grenze stand wie wir gerade. Aber es passt ja irgendwie in das gesamte Bild. Das Wichtigste ist, wir sind in Marokko, wir haben es geschafft und jetzt geht's endlich los. Okay, jetzt scheint es funktioniert zu haben. Jetzt ruft er irgendwen an. Aber er hat 30 GB aufgeladen. 30 GB? 30 GB, da müssen wir erstmal klarkommen und dann schauen wir mal. Sie wollen hier halt 1 GB 1 Euro haben. Und bei Indie gibt es eigentlich aber Unlimited irgendwie für ein Fuffi. Also wir müssen den Assi das dann einfach mal in den Laden gehen, würde ich sagen. Das ist ja lustig. Aber jetzt haben wir erstmal 30 GB, dann kommen wir erstmal irgendwie 2-3 Tage klar. Jetzt hier bei LKW oder was? Oh Gott. Und das war ein Hexenschuss. Oh, oh shit. Opa, der hört nicht um. Oh, unsere ersten Kamele! Ja, ja, bei euch sind auch Kamele! Anton,
Kamele. Bonjour. Bonjour. Eine Gasflasche stehen. Orange. Eieieiei. Ein Sterne Campingplatz. Ein Stern? Weiß ich nicht, Mann. Ich glaube, hier gibt es keine Sterne. Ist ja ganz entspannt hier. Oh, das Licht ist ja der Hammer, ey. Aber wenn hier der Strand auch ist, was ich ja gar nicht wusste. Da können wir ja, auch wenn es hier nicht regnet, ach, das ist ja aber. Endlich angekommen waren wir so erledigt, dass wir gar nicht mehr viel gemacht haben, außer ein wenig etwas über Dromedare und Kamele zu lesen, noch ein leckeres Abendessen zu kochen und dann ging es für uns auch schon ins Bett. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dieses wunderschöne Land jetzt weiter zu entdecken.